Willkommen beim Orden. Ich hatte etwas anderes erwartet. So soll es sein. Diese Dämonen sind unter uns, Dante. Sie versklaven die Menschheit. Die Welt schläft, indoktriniert und hilflos. Wir kämpfen dagegen an. Wir sind eine kleine Gruppe Rebellen. Wir verteidigen die Welt gegen die Dämonen. Verteidigen? Ihr habt keine Chance. Wir überlassen nichts dem Zufall. Wir haben massig Informationen über die Dämonen und ihre Helfer gesammelt. Politiker, Banker, Popstars. Wir können sie treffen, wo es wehtut. Unglaublich. Dante, du bist es wirklich. Du erinnerst dich nicht an mich. Nein. Was weißt du noch von deiner Kindheit? Ah, sehr wenig. Hatte eine Hirnhautentzündung, als ich 7 war. Die hat meine Erinnerungen ausgelöscht. Warum? Mir sagten sie, ich hätte Gedächtnisschwund wegen eines Autounfalls. Alter, 7. Ja, na und? Hirnhautentzündung kriegen nur Menschen. Du bist kein Mensch, Dante. Im Krieg versucht man, den Feind zu täuschen, und du wurdest getäuscht. Deine Vergangenheit wurde nicht ohne Grund verschleiert. Jetzt mal langsam, wer bist du eigentlich? Ich heiße Virgil. Ich habe den Orden geschaffen, um die Dämonen zu bekämpfen. Reichen Schwerter und Kugeln denn nicht? Solche Waffen gewinnen Kämpfe, keinen Krieg. Natürlich nutzen wir Gewalt, doch wir nutzen auch Informationen, Politik, Propaganda. Und ihr denkt wirklich, dass ihr etwas ausrichten könnt? Ausrichten? Wenn wir zusammenarbeiten, glaube ich, können wir sie besiegen. Also darum geht es hier. Ich soll euch helfen, die Dämonen zu bekämpfen und die Welt zu retten. Hattest du dein Leben schon anders geplant? Naja, ihr scheint ja wirklich nett zu sein, aber ich bin eher ein Einzelgänger, arbeite alleine, vertraue niemandem, sowas in der Art. Ich glaube, du verstehst nicht, was auf dem Spiel steht. Wenn du jetzt gehst, kann ich dich natürlich nicht aufhalten. Aber das wäre ein mächtiger Fehler. Nicht nur für dich selbst, für die Menschheit. Für die Menschheit? Ja. Warum sollte die mich interessieren? Lass mich dir bitte noch etwas zeigen. Was willst du mir zeigen? Wer du wirklich bist. Das war dein Zuhause. Daran erinnere ich mich nicht. Aber bald. Cat, öffne das Tor. Was machst du da? Unsere Welt und der Limbus liegen sehr nah aneinander. Sie berühren sich an manchen Orten, die wir als Spalte bezeichnen. Hier, in den Spalten, können wir Tore zum und aus dem Limbus öffnen. Oh, stinkt ganz schön. Was ist in der Dose? Eine Mischung, die ich nach einem alten Wicca-Rezept gefertigt habe. Meersalz, Haifischöl, Eisenspäne, getrocknetes Eichhörnchensperma, Wolfshaar. Sehr lecker. Geh schon. Das Haus birgt Geheimnisse. Ich kenne meine. Du bist dran. Wie komme ich wieder zurück? Wir kümmern uns drum. Aber pass auf. Kann gefährlich werden. Gefährlich gefällt mir. Ob das wirklich klappt? Es scheint ihm alles egal zu sein. Er ist unreif. Wie du, als ich dich gefunden habe.
Also diesmal einst mein Heim. Na dann, zeig mal deine Geheimnisse. An diesen Ort erinnere ich mich. Und wer zum Teufel bist du? Sparda? Sohn des Sparda. Mein Vater? Na toll. Du bist als nächstes dran. Was willst du mir zeigen? We're die.
Und doch nicht so zäh. Wer ist da? Wow! Habe ich was an den Ohren? Das war ich. Daran erinnere ich mich. Im Krieg versucht man den Feind zu täuschen und Unfug ist getäuscht. Eine Vergangenheit wurde nicht ohne Grund verschleiert.
Wo bin ich? Träume ich etwa? Raus! Komm schon her! Und jetzt? Okay, was hast du noch zu bieten? Hölle war hier los. Gefunden. Wir müssen hier raus. Los! Schnell! Komm schon, schnell! Thank you.
konnten sie uns finden. Die Stimme kenne ich. Ist das Mutter? Ich hab dich lieb, Dante. Scheiß Dämonen. Wird ja immer besser.
Eine blaue Rose. Lass uns dir bitte noch etwas zeigen. Nett. Thank you.
Ich erinnere mich an meine Mutter. Ihr Name war Eva. Sie gab mir das. Ich hatte auch einen Bruder. Wir waren eine Familie. Ich hatte keine Ahnung von der Gefahr, in der wir uns befanden. Die Dämonen fanden uns. Als sie einbrachen, sah ich ihn. Sie opferte sich, damit wir fliehen konnten. Ich werde nie vergessen, was er ihr antat. Unser Vater, Sparda, schaffte mich und meinen Bruder fort. Er trennte uns, versteckte uns unter den Menschen, ließ uns vergessen, um uns zu schützen. Deshalb wussten wir nichts mehr. Bis jetzt. Nichts wie raus hier. Du bist mein Bruder. Zwillingsbruder. Ich habe schon seit langer Zeit nach dir gesucht. Die haben wir von unserer Mutter. Ich glaube, sie hatte eine Vorahnung, dass wir aufeinandertreffen würden. Und unser Vater, Sparda? Verbannt, für immer. Man sagt, es wäre schlimmer als der Tod. Und er kann niemals zurück. Ich will mehr wissen. Woher kommen wir? Was ist mit uns passiert? Und vor allem, wer ist für all das verantwortlich?